So, bitterer das. Jetzt startet er. Hi und willkommen im Testsektor. Ich bin euer Doomsday, mit dabei der Venom. Moin moin. Willkommen zu unserem kleinen Einblick in Forza Horizon 5 aus dem Game Pass. Ich werde aber erstmal in die Einstellung gehen, weil die Musik scheiße laut ist. Ich habe jetzt mal Gesamtlautstärke etwas runter gemacht, weil das doch ganz schön laut war. Und ja, ich und Venom möchten uns jetzt mal Forza Horizon 5 angucken. Ist seit Dienstag, glaube ich, draußen. Keine Ahnung. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Grafikmodus, ja, ich spiele es auf der Xbox Series X. Venom auf der One. Ich denke mal, man kann dann trotzdem zusammenspielen, weil das macht auf der Xbox nicht so viel aus wie auf der PlayStation, soweit ich weiß. Wir wollen, nee, nicht Qualität, wir wollen Performance. Gut, dann mache ich mal Spiel starten. Ihre Änderungen wurden gespeichert. Eine oder mehrere Optionen erfordern einen Neustart. Mach mal Neustart. Wird das Stream, denke ich mal, wahrscheinlich kurz ge... Nee, er geht weiter. Da können wir nochmal schnell das umstellen. Und wir machen jetzt mal das Spiel starten. Let's go. Lass mal das Intro sehen. Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Wo alle willkommen sind. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Wir gehen zusammen als Freunde und Familie. Du fragst dich, was als nächstes passieren wird? Freunde, eines habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Loslassen und die Fahrt genießen. Wenn man ein gutes Auto hat, ja. Dann ist das machbar. Drücken Sie A, um im Horizon zu springen. Let's go. Ganz schön langer Delay auf Twitch, ey. Aufgeheizte Stimmung. Ich habe extra einen Streamer-Modus angemacht wegen der Musik. Bienvenidos a México! Oh, jetzt sind wir im Spiel. Hübsch ist es auf jeden Fall, aber Forza Horizon ja eigentlich schon immer. Und
bleibt im Auto! Vertrau mir! Machen wir das mal als Einführungsrennen hier. Was so ein bisschen einleiten soll. Oh, das ist echt hübsch, oder? Geht. Übers Auto tun. Okay. Aber nicht schlecht. Ich bin für das Auto, was gerade über mich, also vor mir gesprungen ist, aufs Dach gesprungen. Ah, da könnte etwas Verkehr aufkommen. Sei vorsichtig! Hast du gerade zur Grafik gesagt, das geht? Wahrscheinlich will eine andere Version spielen, im Prinzip. Der war auf der One, muss es hübsch aussehen. Findest du neue Freunde? Amüsier dich ruhig, ich muss noch was ausliefern. Das nächste Auto. Lieferzone rückt näher. Schöner Tag für eine Fahrt. Es gibt, glaube ich, auch andere Methoden, Autos in verschiedene Länder zu bringen, anstatt mit dem Flugzeug so abzulassen, ey. Aber bei dem Spiel kannst du echt Kopf ausmachen und einfach nur fahren. Mit Autos, die man sich im echten Leben eh nie leisten kann. Deutschen Sandstrom. Durch das Auge des Sturms! Okay, auf mein Zeichen. 5. Und das nächste Auto. Oder jetzt, auch gut. Das könnte etwas holprig werden. Dschungelgedonner. Touchdown! Porsche. Nicht ein Kratzer! Der Dschungel wartet! Flamingos! Ich glaube, bei dem Spiel ist die Story eh total irrelevant, oder? Nein, sowieso. Ich glaube, Forza war auch noch nie bekannt für eine gute Story. Bei Teil 4 war es ja auch nur ein Muss, mehr nicht. Hier driftet, ey. Ich dreh doch mal um und lotse dich über die Brücke. Ja, Zeit mit dem Action. Du
Noch eins, wie oft noch? Die letzte, okay. Los, los, los! Mercedes. Oh, schönes Auto. Das ist Mexiko! Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schauen alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht. 330 Sachen. Hast du eigentlich gesehen, dass Dave Gaming die ganze Zeit immer gestreamt hat, Forza? Entweder das oder Jurassic Park. Wenn ihr zum Horizon Mexiko hier seid, dann haben wir etwas für euch. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gefasst. Steuerung ist ganz cool. Hört ihr das? Das ist der letzte Frachtflug, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem AMG One liefert. Ich hab's gewonnen, Junge. Schönes Auto. AMG. Oh ja, das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Nummer Uno beim Horizon Mexiko willkommen. Und kleine Trophäe. Willkommen in Mexiko. Ja, das ist ja jetzt Mexiko, im letzten Teil war es, ja, keine Ahnung, Männlein oder Weiblein machen? Musst du doch wissen. Super, eigentlich hat sich scheißegal. Nein, natürlich. Ach, was weiß ich. Ich mach mir eine Eule. Leicht sind sie da und stellen sich vor. Kann man lassen. Oh, wir sind hier auch Metallarm. Kannst Prothesen machen. Okay. Nee, brauche ich nicht. Divers kannst du aber einstellen. Nee, weiblich. Stimme. Es wird heiß. Ist das Ding an? Ich weiß echt nicht, was ich sonst noch sagen soll, aber so höre ich mich an. Hey, die Stimme von der Frau kenne ich doch. Warte mal. Kann mich das Audio-Team hören? Das ist Ahsokas Stimme. Also die Synchronsprecherin von Ahsoka. Darf ich den AMG gleich behalten? Ein Riesenapplaus für Patrick! Er sagt sogar meinen Namen, gell? Aber im letzten Teil also. Der Name passt aber zu einer Frau nicht. Das ist schlecht. Egal. Die Autos hier, Junge. Hey, amigo! Als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Damon sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja! Hayley, ich hab dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, La Jungla, Pirámides, La Belleza de México. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita! Ben! Hey!
Hey, pass gefälligst auf, wen du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a ser de banda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Ja. Mira, ach, die kam, ey. Lada, was für eine Sammlung. Du hast wirklich Geschmack. Ist ja ein übelst noch Geistmus. Bring sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Darf ich mir das aussuchen? Oh. Corvette, Stingray, Coupé, Ford Bronco oder Toyota GR Supra. Ich will eigentlich... Corvette ist geil, aber das Supra sieht geiler aus. Simpson, du? Weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Achso. Boah, der Ford Bronco, ne, Geländewagen. Ne. Ich muss die Ladezeit ein bisschen länger wie bei dir. Ich hatte jetzt gar keine Ladezeit. Eben. Boah, Supra oder Corvette? Ach ne, komm, wir nehmen den Supra, der Supra ist geil. Ah, der A90 Supra. Der jüngste Nachfolger eines überaus legendären Autos. Zeig noch den Motorhaube. Gute Wahl, besonders wenn du gern quer fährst. Ah, scheint ein Driftauto zu sein. Einsteigen. Mit dem Supra. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Kannst du ein Nummernschild eingeben? Ist hier auch Leerzeichen. Ja. Ach so. M. S. S15 natürlich. So. Machen wir ja. Zeichen. Aber hier kann ich nicht leer machen, oder was? Doch. Wird schon sagen. Hätte ich dich ja versetzen können, gell? Egal, lass mal so. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit ihnen. Mal sehen, was die Karre kann. Ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurennen geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Ja, ich muss erst mal ein Schaurennen machen, wahrscheinlich zum Start. Hoffe, du bist bereit. Och, ich bin bereit. Bin bald da. Du musst die Karre können. Was geht, Leute? Scott Tyler hier bei Base Arena. Das Horizon Festival hat begonnen und wow, wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal auf dem Weg zum neuen Schaurennen. Bereit für auf gut Glück, Amiga. Siehst du schon Autos von einer anderen Spielern? Was war das? Sagst du... Aus mich? Ja, Horizon! Tolle Neuigkeiten! Ich muss sofort los! Was? Stand gerade Falkenauge vs. I am Phenomenal. 3 von 2. 4-2. Das sind Straßen, glaube ich, oder? In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Gibt's da wieder kostenlose Spinwheels, ja. Ich muss jetzt mit so einem Rallye-Wagen oder wie? Gegen was dreh ich an? Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurennen vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Lass uns mal so... Rennveranstaltung starten. A-Klasse-Wagen. Wegen Flugzeug, oder wie? Scott Tyler,
landet live aus einem Flugzeug. Oh, ich bin aufgeregt, Horizon. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot? Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Was sind mit den super realistischen Sachen hier? Aber ist halt auch ein Arcade-Racer, ne? Da kann man auch ein bisschen übertreiben. Ist ja kein Forza Motorsport. Was hast du genommen? Den Supra. Aber ich weiß nicht, ob du den behalten darfst oder ob das einfach nur um dahin zu fahren ist. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da die Corvette am Anfang kriegst. Da wird einfach mal die Corvette genommen. Stadion toben! Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, welches was uns Stadion noch erwartet. Er sagt, die Fans im Stadion toben. Hier gibt's kein Stadion. Hey, hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Hast du eigentlich schon gehört, was es hier mit diesen Songs auf sich hat? Gibt's immer Saisons, die geht eine Woche und du musst halt bestimmte Ziele erfüllen, um Punkte zu sammeln. Und wenn du genug Punkte hast, kriegst du halt Belohnung. Und das ändert sich Woche für Woche. Und dann gibt's noch so eine Monatssaison dazu noch, wo dann die Punkte zusammenaddiert werden. Damit die Leute, die das Spiel halt übelst suchten, genug zu tun haben. Ah, das ist ein Bremse, okay. In der B-Bestand. Nee, A. Das hier noch Rennen gegen Flugzeug und zwei Motorradfahrer. Ey. Ist ein Biker verschwunden? Oh, ich hab gesoffen. Zieh gerade und dieser Grünschnabel gibt nicht auf. Springen vom Motorrad und fliegen dann mit dem Wingsuit weiter, Alter. Warum nicht? Ich bin Platz 1. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich jetzt so richtig gefahren bin. Gegen das Flugzeug oder gegen die Motorradfahrer? Gegen das Stunt-Team, okay. Oh, das war aber knapp. Ich habe eine 3148 und die haben eine 32206. Was für und noch eine Trophäe. Das war unglaublich. Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Ach, den Wagen darfst du behalten. Gewonnene Schaurennen, 1 von 4. Das ganze Festival redet über dich und die Hälfte. Oh, den Supra behält man anscheinend doch. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Abgemacht. Danke, Haley. Bis bald. Jetzt muss ich erstmal zum Festival zurück. 3 Kilometer. In einem Wingsuit auf einem Motorrad.
nur, damit ich das meinen Freunden auch richtig beschreibe. Oh, und am besten noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. Und gesendet. Also, wie wär's mit den Foo Fighters? Du hast gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes Auto. Das gab's aber auch schon bei Horizon 4. Was erhaltest du sofort 3000 LP, wenn du dieses Auto besitzt? Da besitze ich das nun oder besitze ich es nicht? Ich aktiviere das einfach mal. Zack. Kann man eigentlich hier neue Autos zum Sammeln? Autos. Fuhrpark. 4 Stück habe ich anscheinend. Mega. Triff mich in der Werkstatt. Das sind alle Autos, die du je hattest. Aber ein paar Lücken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was tun. Wow. Du behältst die 3 Autos auch von Anfang an. Du hast die Corvette besitze ich, den Bronco, den Rallye-Wagen und den Supra. Okay. Es gibt verdammt viele Autos. Na, ist doch klar. 534 Autos gibt's insgesamt. Also fast wie bei Pokémon, ja, sammel sie alle. Naja, kannst du doch. Autopakete. Muss nur ein bisschen grinden. Ja. Irgendwann gibt's auch die Möglichkeit für Echtgeld zu kaufen, wahrscheinlich, wieder. Weiß nicht, ob es das bei Forza gab. Ja. Du könntest doch hier so Autopakete kaufen. Ja, doof hin. Also aus den hier aus Sicht. Boah, um das Schild vorbei. Ja, nee, ich hab's erwischt. Scheiße. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Vocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Sicher, dass wir den Zeitplan einhalten können? Ich kann später das andere nachholen. Ja, sonst wäre ich wohl nicht sehr gut in meinem Job, oder? Ich helfe Carmen. Mach mal das. Alles klar. Ich sage Alejandra, dass du ihr später helfen kannst. Das sehen wir, wenn wir mal zusammenfahren können. Also muss hier die ganze Einleitung hier spielen. Haley sagt, du kannst echt was hinterm Steuer. Da bin ich schon gespannt drauf. Nein, aber ich glaube, das werde ich gleich. Ist gar nicht, ist der Multiplayer schon aktiv? Nee, online ist noch ausgegraut. 3,38, ne. Aber auch so schneller als ich. Rückspulfunktion gibt's natürlich auch. Naja, Y. Die anderen haben 3,39,1. Da war ein bisschen knapper als bei dir. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau war. In den Sturm. Bist du der Fahrer, von dem alle reden? Haley möchte Fotos von allen Autos auf dem Festival. Das nennt sich Horizon Promo. Und natürlich wollen wir Actionaufnahmen. Mit Tempo. Tempo geht klar. Also los. Für die Horizon-Promo brauchst du nur Jeep, ein Foto von deinem Auto. Am besten mit dramatischer Wirkung. Fahren wir in den Sturm und finden die perfekte Location. Mit so einem Auto in den Sturm fahren ist, glaube ich, an sich keine kluge Idee. Okay, okay. Hier müssen wir abbiegen. Manche glauben, in solchen Stürmen spielen sich Mysterien.
mysteriöse Dinge ab. Es kursiert sogar die Geschichte einer Entdeckerin, die sich im Sturm verlief und nur heimfand, weil sie eine große Statue nahe der Küste entdeckte. Es ist natürlich nur eine Legende, aber hast du Lust danach zu suchen? Mir ist jede Ausrede recht, um diesen Tag mitten durch einen Sturm zu fahren. Oh, mal durch den Sturm. Okay, machen wir nochmal einen fetten Stunt. Oh, da drüben! Siehst du sie da im Sand? Mach ein Bild von der Statue! Wie denn? Wie mache ich denn ein Bild? Wenn du Y drückst zur Zurückspulen, kommst du in den Fotomodus. Wenn du dann Aufzeichnung oder so. Wenn du dann X drückst, kannst du dann Foto schießen machen. Was der Quatsch. Hat das jetzt gezählt oder nicht? Natürlich nicht. Das ist ja Homo gemacht. Schieß ein Foto tief im Sturm. Ne, was mache ich doch? Warum kriege ich da kein Häkchen? Ja, das klappt hier irgendwie nicht. Mal nochmal neu starten. Kommt ja auch keine Erklärung dazu. Für die Horizon-Promo brauchst du nur ein Foto von deinem Auto. Am besten mit dramatischer Wirkung. Fahren wir in den Sturm und finden die perfekte Location. Ach, das Auto sollte noch mit drauf sein, oder wie? Oh. Hab ich nicht aufgepasst. Das Auto sollte anscheinend mit aufs Foto. Okay. Ach ne, unten stand jetzt da Steuerkreuz nach oben drücken. Ja, okay. Weiß ich, ob das für ein Auto da stand? Jetzt habe ich ein Action bekommen. Foto-Challenge. Oh, das ist incredible. Die Fotos sind toll geworden, aber hier in der Nähe gibt es solche Statuen doch gar nicht. Vielleicht wurde sie vom Sturm freigelegt. Ja, so muss es sein. Ich bringe diese Fotos zu Haley. Wir sollten bald mal wieder auf Schatzsuche gehen. Ich rufe Kapitel abgeschlossen.
3 Sterne. Hey Patrick, wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet, also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung, die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Route festlegen, dann gehen das Dings noch. Was ist das? Ich stand jetzt da, wenn du an dem Zielpunkt angekommen bist, dann Steuerkreuz noch im Davi-Foto. Ich wüsste, stand beim ersten Mal, glaube ich, bei mir nicht da. Oder ich hab's nicht gesehen. Bin wieder blind. Dann können wir mal das Rundrennen hier. Dein Rennen vertragen. Kann ich ja noch nichts anderes machen. Was? Oh ne, online geht jetzt. Was ist dein Forza Treue Belohnung? Forza Horizon 4 2008 McLaren Senna. Ich hab ein neues Auto. Ich hab den Senna bekommen. Das ist auch das stärkste Auto jetzt. Mit 934er Wertung. Erstmal liefern lassen. Alter, das ist eine Karre, Junge. Das ist schon krass. Ich bin den, glaube ich, bei Forza Horizon 4 noch gar nicht gefahren. Der Spoiler geht nach oben, wenn du bremst. Liste, könnte ich dich doch jetzt mal einladen, ne? Ich hab eine Nachrichtenzentrale. In der Nachrichtenzentrale kannst du dich über die aktuellen Vorgänge in der Welt von Forza Horizon 5 informieren. Alles klar. Neuigkeiten. Hotfix. Ah ja, schön. Geschenke, ich habe ein Geschenk. Dir wurde ein 2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé geschenkt. Hä? Hab ich den nicht schon? Autos, Fuhrpark. Ja, mein Senna. Okay, der Wagen, der Senna gibt mir erstmal 50.000 Credits. Fürs erste Fähigkeitspunkt, was du geben kannst. Aber die Corvette, ja, das muss bestimmt für den Wagen sein. Lobe gesammelt. Online. Ach, sau den Senna. Ich stand irgendwo da, ich hab noch nichts gefunden. Weil wenn ich dich hier bei, einladen will, steht da, dass du McLaren Senna fährst. In Kolonne einladen. Dich jetzt zur Kolonne eingeladen. Hast du irgendwas bekommen? Ich hab irgendwas gesehen, oder? Jetzt ist wieder abgelaufen. Flatsch nochmal ein. Ja, warte doch mal. Bleib doch mal ganz entspannt. Ich weiß doch nicht, was du machst. So jetzt. Jetzt habe ich was gekriegt. Du führst die Kolonne an, also musst du dich um die Events kümmern. Autogeist ist für Fahrer deiner Kolonne deaktiviert. Ihr könnt euch also rammen, wenn ihr wollt. Ich würde gern das hier machen. Koop. Was? Horizon Extreme Golf.
Das hier ist irgendeine Community-Kreation. Das ist von Horizon. Oh, es regnet auch noch. Oh, ob der Sender das Richtige ist für die Strecke? Ich weiß es nicht. Wir testen es mal. Hallo? Warten aufs nächste Rennen. So, mit Senna unterwegs. Smaragd-Rundstrecke. Vorne ist ein Bugatti. Bugatti Veyron. Geht gleich los, ey. Alter. Bleiben die alle stehen? Nö, bei mir ist noch gar kein Rennen gestartet. Ich fahr schon. Nee, ich nicht. Okay, ich bin auf Platz 4. Ich sehe hier eine Liste mit den Fahrern, Smaragd-Rundstrecke und. Ja. Weiter geht nichts. Okay. Ich bin jetzt Platz 3. Mir passiert nichts. Also, ja, hier stehen noch einige am Start. Ich habe eine Runde schon hinter mir und nicht noch alle am Start. Das ist aber nicht der Einzige, der noch am Start steht. Spielen wir eigentlich gerade gegen richtige Spieler oder? Keine Ahnung. Was ist denn das Computer? Ne, eigentlich. Computer. Ja, bleib stehen, ich mach das schon. Oh, das ist ja noch geil. Und gewonnen. Hat dir jetzt was getan? Nö. Aber du hast immerhin 300 Punkte geholt. Wow, Team Rot und wir sind Team Blau. Team Rot besteht aus 2, 4, 6, 8, 10 Autos und Team Blau aus uns beiden.
Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Jetzt kann ich dafür Auto behalten. Welches Auto? Dreh am Rad. Beim Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Gibt ein Wheelspin. Stehst du immer noch an der Startlinie? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß. Dann musst du, glaube ich, neu starten. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Dieses Auto erhält einen permanenten Bonus. Okay. Keine Ahnung, was da los ist bei dir. Oder was das war. Vielleicht war irgendwie Server-Problem. Warte mal, bis du da bist. Am Entdecken, was? Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. So lange erstmal ein bisschen rum. Bis du da bist. Über die Dünen heizen, ein bisschen springen. Das hat man 19.700 Erfahrungspunkte gemacht. Eine Rundrennen noch immer. Mal gucken, ob das funktioniert.
6,3 Kilometer muss ich fahren. Bin ein bisschen weit weg gefahren. Die Hälfte habe ich schon wieder geschafft. Oh ja, schnell. Na gut, der Wagen ist auch ziemlich schnell. Kann ich wieder einen Kolonne einladen? Mhm. Gesendet. Kam was? Ja, dann. Okay. Wer ist noch immer? Immer noch nichts. Wenn ich da dich, dann komme ich zu dir halt. Mensch. Wo ist denn das jetzt hin? Da unten? Nee, hä? Es geht immer viel zu. Mach nochmal bitte. Es geht immer viel zu schnell weg, die Scheiße. Warum ist der da, dass du bei drin bist? Ach so, okay. Jetzt musst du ja die Events auswählen. Ach, da bist du ja. Natürlich ganz da hinten. Aber so weit hinten ist es gar nicht. Ich wollte hier links das machen, ja. Du hast dein Ziel erreicht. Auf Koop gegangen? Mhm. Brauche nichts bekommen. Jetzt.
Haben sie ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles gemacht hier. Aber es war auch schon bei den anderen alten Teilen so. Ob du jetzt fahren kannst. Ist wieder mit Team Rot und Team Blau. Cora hat dein 980er Auto, Junge. Ich habe im Moment nur die Fahrerkarte vor mir. Mhm. Sehe ich jetzt auch. Jetzt geht's, geht's auch weiter. Ja. Da war anscheinend bei dir irgendein Bug. Es geht wahrscheinlich. Liegt das an dem Crossplay, dass da die alte Konsole der neuen nicht hinterherkommt? Das kann vielleicht auch sein, ja. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also muss die alte die neue einladen. Theoretisch. Bei mir auch. Ich bin nee, nein, Kontrollpunkt gezählt. Verpasst. Ich kann Dreieck zum Y zum Zurückspulen. Ja, aber da die anderen fahren trotzdem weiter. Ah, ich weiß. Das ist natürlich jetzt doof, aber es sind ja drei Runden. Die haben gewartet, wie nett. Sag mal, fahren die überhaupt? Die warten ja hier alle auf einen. Ich glaube, KI Ahnung. Ein bisschen mal höher. Aber was für ein Drift, Junge. Ja, die warten alle. Bugatti. 46.900 Punkte. Darauf achte ich im Rennen gar nicht. Guck mal, ey, jetzt war jetzt hier. Nein! Mal wieder vorbei. Na, dasselbe wie eben, ey. Hab ich gesehen. Ganz schlecht.
Das war kacke. Aber als Koop zählt das, glaube ich, trotzdem für uns beide noch zusammen. Da waren wir ja jetzt hier blau gefahren sind. Ja, um 1300 Punkte. Gegen 750 ist unser Sieg. Level 3. Und Spinwheel. BMW 2005 AM3. Ich krieg ne Dodge Viper GTS. Was? Deine Verbindung wurde unterbrochen. Versuche es bitte später erneut. Mit was? Weiß ich nicht. Stand gerade oben. Na gut, ich meine, das soll es auch erstmal gewesen sein mit dem Einblick in Horizon 5. Ja, was soll ich dazu sagen? Wer Game Pass hat, kann definitiv sich das Spiel gönnen. Hä? Klingelt ein Telefon oder so. Anna ruft an. Keine Lust. Ja, wie gesagt, wer Game Pass hat, sollte sich das Spiel definitiv zulegen. Und ja, wer Rennspiel ist, der kauft sich das Spiel sowieso, wer kein Game Pass hat. Ich persönlich finde es ganz schick. Steuern lässt sich auch geil. Story wird wahrscheinlich total Banane sein. Aber ja, ist halt ein Rennspiel, ne? Und kein Actionspiel. Und ja, das soll es gewesen sein von mir und Venom. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday im Testsektor.